So, da bin ich wieder. Zurück zu Grotesque Tactics. Mal schauen, ob ich es heute zu Ende kriege. Beziehungsweise jetzt zu Ende kriege. Oh nein, nicht die Attacke schon wieder. Sie hat noch vergiftet, wenn es weiter nichts ist. Und Drake ist fast über, aber wenn es weiter nichts ist. Wir haben nicht gespeichert, wenn es weiter nichts ist. Huch, falsche Taste. Ich bin motiviert, ich bin depressiv, wisst? Da kommt doch null raus, oder? Immer schön auf die Fresse rein. Okay, ich höre jetzt schon wirklich ein bisschen genervt hat, aber ich will dieses Spiel jetzt eigentlich langsam mal beenden. Deswegen, na gut. Es zieht sich doch irgendwie jetzt zum Schluss etwas in die Länge. Oh. Und tschüss, Rokel. Der ist ja auch noch vergiftet. Das heißt, meine Taktik mit dem Ver Scheiße. Was? Grubotrank? Nein, ich wollte Vergiftung. Meine Taktik mit den immer Einschläfern funktioniert schon nicht mehr. Mist. Jetzt ist Holy Avatar auf deren Seite. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Vor allem, wir verdammt nochmal nicht gespeichert haben. Also wenn der Kampf jetzt schief läuft, dann spiele ich wieder bis der Kampf hier anfängt und nehme dann erst wieder auf. Und jetzt Dragon Pfeil im Auge. Oh, das war der falsche Knopf. Naja. Was du kannst, kann ich schon lange. Was? Ich war doch noch gar nicht fertig! Naja, so geht's auch. Ist Jack jetzt schon wieder vergiftet? Ja, nur dafür ist die hier jetzt mal weg. Hoffentlich reichen die Heiltränke. Und noch einen Heiltrank nehmen. Und noch einen Heiltrank nehmen. Und noch einen Heiltrank nehmen. Ach, er ist doch nicht betört. Sehr schön. Moment, machen wir das so? Nein, klappt nicht. Schade. Übrigens hast du jetzt kein Mana mehr. Massaker! Ich verführe die Mutter Gottes. Auch gut. Wir haben keine Gegengifte mehr, das ist gerade mal ein Problem. Such durch die Mutter Gottes raus, die euch am besten gefällt. Das kann man auch irgendwie falsch verstehen. Okay, dann kriegt die Betörte keinen Schaden mehr. Das wollte ich nur schnell ausprobieren.
nächste drauf. Das war der falsche. Nein, jetzt ist Holy Avatar vergiftet. Das war ein Mist. Ja, jetzt ist er nochmal vergiftet. Das wird ja immer besser. Aber mit dem Backtracking haben sie in deinem Spiel das schon sehr extrem durchgeführt. Muss ich mal sagen, hey. Siehst ja jeden Level mindestens zweimal. So, Holy Avatar, bitte nicht auf Dawn Claw schlagen. Oh, das war die richtige. Oh, hätte sie vielleicht blind kicken sollen. Naja, egal. Mana-Trank. Wo ist er denn? Huch! Irgendwie verklicke ich mich gerade ständig. Was wird das jetzt wieder? Das ist die Orb mit vergiftet. Das ist sehr seltsam, was hier gerade abgeht. Aber nur gut. Ach, die braucht nur mal Mana-Tränkchen. Huch, falscher Knopf. Nochmal falscher Knopf. Richtiger Knopf. Ah ja. Sollte Holly mal einen Heiltrank verpassen. Das wäre vielleicht nicht unnütz, wenn ich mir sein Leben so anschaue. Ah, cool. So, hat die auch wieder mitgetroffen. Langsam wird's lustig. Ja, die stärkste Mutter Gottes ist gleich weg. Drauf. Ja, ob sich das noch lohnt. Ich weiß, ich hätte noch den besseren Köcher für die machen können. Ah, das war's. Na, geht doch. So, jetzt stürzt das Spiel ab. Oh, Leute. Seine halbgöttliche Wenigkeit würde sagen, dass wir alle Mütter erwischt haben. Mutter! Mutter? Mutter! Es ist nicht leicht, eine Mutter so oft zu verlieren. Süße, vielleicht wollten sie dich nur verwirren. Das bezweifle ich, Mademoiselle Angelina. Ich befürchte, sie sprach die Wahrheit. Ist es vorbei, Holy? Vielleicht taucht noch eine Mutter auf. Ach, ihr Görn, es ist vorbei. Es scheint wirklich vorbei zu sein. Lasst uns noch einen halbgöttlichen Moment warten. Ich glaube, da bewegen's was. Was? Wo?
Das war nur ein Schatten, Angsthase. Aber hört ihr das? Hey, Drake! Das war wieder eine tolle Action. Ich bekomme so langsam wieder Hunger. Soll ich euch von meinem geheimnisvollsten Geheimnis auf dem Friedhof erzählen? Oh nein. Drake? Hey, Drake! Kommt schon! Wisst ihr was? Ich glaube, sie ist wirklich tot und wir gehen jetzt. Drake hat recht. Wir haben einmal mehr die Welt gerettet. Wenn ihr den Friedhof nun endgültig verlassen wollt? Ja! Ja! Das war aber nun wirklich unser letztes Abenteuer. Genießt noch einmal die Glückwünsche der Bevölkerung, Lieblingslichtgestalt. Da sind sie schon wieder. Die Helden von Glory. Was habt ihr denn dieses Mal geschafft? Naja, wir haben Mutter Gottes erneut besiegt. Gleich drei von ihnen. Schon wieder, Mutter Gottes? Nun denn. Ihr wollt wohl wieder geheilt werden, was? Ich werde die Kosten anschreiben lassen. Da, bitte! Ja, danke trotzdem. Lang lebe Glory. Aber denkt an das Ritterturnier, was in einigen Tagen startet. Die besten Ritter versammeln sich. Momentan sind sie in aller Munde. Seine halbgöttliche Wenigkeit glaubt, die Bevölkerung ist schon von unseren Erfolgen übersättigt. Mutter Gottes schon wieder zu töten, war wohl nicht so die Top-Story. Holy, soll ich dem undankbaren Volk meine rote Faust zeigen? Es ist in Ordnung. Wir haben uns wirklich eine Auszeit verdient. Keine halbgöttlichen Abenteuer mehr. Dann war's das wohl. Jeder geht wieder seiner Wege. Seine halbgöttliche Wenigkeit wird erst einmal für einige Tage rasten. Des Weiteren hat seine halbgöttliche Wenigkeit die epische Jungfrauenquest weiterzuführen. Drake, wir werden uns zurückziehen. Der Schock muss für Solitaire sehr groß sein. Wir werden uns einen Unterschlupf suchen. Kopf hoch, Solly. Vielleicht gibt es ja noch euren Vater. Drake, Meister der Einfühlsamkeit. Yo, ich werde meinem Bruder helfen. Ich bin froh, mit allen gekämpft zu haben, Mann. Endlich habe ich meine Aggressionen etwas besser unter Kontrolle, Bruder. Etwas besser? Oh, das war also schon etwas besser. Rukel werden's mit Ritzel Geschäfte machen's. Wenn du wollen's waffen's, wir beschaffen's dir was. Danke, Rukel. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals mit einem Goblin Geschäfte machen würde. Und ihr, Angelina? Was werdet ihr machen? Drake, Süßer, ich werde dich wirklich vermissen. Ich wurde zur Strafe hierher geschickt. Aber trotz weniger Wulfelschaumbade habe ich mich zumindest bei dir wohlgefühlt. Wirklich? Das ist, nett? Du solltest aber dringend lernen, mehr zu lächeln. Ich werd's probieren. Seine halbgöttliche Wenigkeit spürt da eine kleine Romanze aufkommen. Was? Wie? Ich... Oh. Drake, locker bleiben. Ihr müsst wirklich halbgöttlicher beim weiblichen Geschlecht werden. Seine halbgöttliche Wenigkeit könnte euch da Geschichten erzählen. Oh, Drake, wir haben da außerdem was für dich arrangiert. Wie, was? Eine Überraschung? Eine Überraschung, nur für dich, Süßer. Wow, ich fühle mich geehrt. Folgt uns, Kommandant. Da sind wir. Genieße die Zeremonie, Drake. Kommandant Drake, ich möchte euch im Namen von Glory offiziell zu einer erneuten Akademieprüfung vorschlagen. Als Ältester von Station Wish gebe ich dem Antrag statt. Ihr werdet nun die offizielle Akademieprüfung wiederholen können. Ja? Nein, doch, das werdet ihr. Sind Sie ja? Ihr seid am Zug. Drake, da ihr mein Geschäft am Leben gehalten habt, haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und diesen brutalen Pilz gefangen genommen. Schlagt ihn zu Brei! Und bei dieser Prüfung hat er mal versagt? Die Jungfrauen stehen hinter euch, Drake! Mach ihn fertig, Bruder! Seine halbgöttliche Wenigkeit glaubt an euch. Gab es wirklich mal eine Phase, dass ich an diesem Pilz gescheitert bin? Unglaublich, wie sich die Zeiten ändern. Danke, Freunde, dass ihr mir diese Prüfung ermöglicht. Dann will ich mal zur Waffe greifen. So schließt sich der Kreis unseres Abenteuers. Ich hab gedacht, das endet jetzt. Na gut, ich glaube, wenn wir den Pilz hier endgültig besiegt haben, dann das ist wäre dann wohl vollbracht. Endgültig vorbei. Hurra!
Der Pilz ist erledigt! Gut gemacht, junger Mann! Ja! Drake, Süßer! Du hast offiziell die Prüfung geschafft! Ihr dürft nun auch offiziell in den Krieg ziehen, Drake. Ein bisschen spät, aber trotzdem Glückwunsch. Das war's, Drake. Seine halbgöttliche Wenigkeit hofft, dass ihr einiges gelernt habt. Ich bin schon ein wenig wehmütig. Wisst ihr noch, wie alles begann? Schon damals hattet ihr euch nicht vor der Herausforderung gesträubt. Seine halbgöttliche Wenigkeit hätte euch ein besseres Schwert gegeben, aber ihr wolltet keine Hilfe. Oh, Drake, Süßer, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Danke, danke. Ich wollte einfach kein Weichei sein. Was gibt's? Wie wäre es mit einem Bonuskampf gegen einen besonderen halbgöttlichen Pilz? Einen halbgöttlichen Pilz? Cynthia hat noch den brutalsten Pilz gefunden, den man einfangen konnte. Es ist wieder eine kleine Überraschung, Drake. Interesse an einer halbgöttlichen Wette? Seine halbgöttliche Wenigkeit schenkt euch eine seiner Jungfrauen, wenn ihr es schafft. Oh, was? Hey, findet ihr nicht, dass das etwas zu weit geht? Na gut, bevor es Streit gibt, wie wär's, wenn ich euch stattdessen die magische Sonnenbrille seiner halbgöttlichen Wenigkeit schenke? Also gut, abgemacht, schickt den nächsten Pilz her. Ich weiß nicht so recht. Ach kommt! Ihr werdet doch wohl kein Weichei mehr sein, nach all den halbgöttlichen Kämpfen. Also gut, abgemacht, schickt den nächsten Pilz her. Hier, nur für Kommandant Drake kommt der Herausforderer. Er ist 5 Meter groß und wiegt eine Tonne. Der brutalste Pilz! Bei Torus so ein großer Pilz? Los, Drake! Nicht wie gelähmt zugucken, zu den Waffen! Verdammt! Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Au! Na, nicht ins Gesicht! Das sieht böse aus. Monsieur Drake, alles in Ordnung? Wo ist euer linker Arm geblieben? Drake, Süßer, komm wieder hoch! Cynthia, heilt ihn doch mal und dann wiederholen wir die Prozedur. Los, Drake, seine halbgöttliche Wenigkeit möchte beeindruckt werden. Das macht dann übrigens 20 Gold. Oh, kann jemand seiner halbgöttlichen Wenigkeit 20 Gold leihen? Seine halbgöttliche Wenigkeit leiht sich das mal eben aus den tiefen Taschen von Drakes Ersparnissen. Bevor ich ihn heile, was ist eigentlich mit meinem versprochenen goldenen Schloss mit ganz vielen Dienern, Holy? Oh, Vorsicht, Cynthia, Schätzchen! Der brutalste Pilz will euch zerfleischen! Was? Wieso? Er kaut doch nur auf Drakes Arm herum. Holy? Wo steckt er jetzt? Holy! Halbgötter. Okay, ich glaube, das war's jetzt endgültig. Ah, nein. Gut, okay, ich habe mir vorgenommen, in Zukunft werde ich ein kleines Fazit, wie mir das Spiel gefallen hat und was ich denke, wem es denn so noch anderes gefallen könnte, bei den Credits machen, anstatt hier die ganzen Namen da sinnloserweise vorzulesen oder sonstige Käsen zu machen. Oh ja, also gut. Also das beste Spiel war es nicht, was mir so gefallen hat. Es ist ein ganz witziges Spiel für zwischendurch. Hat sich zum Schluss leider etwas extrem in Länge gezogen. Der Humor am Anfang war ganz witzig, zum Ende ging er noch ein bisschen auf die Nerven. Vor allem West und die Jungfrauen. Ja, mir könnte das Spiel gefallen. Leuten wie mir, so halbwegs. Also es wird bestimmt zu niemals Lieblingsspiel. Bugfrei, es ging eigentlich. Die meisten Bugs, die ich hatte, wurden durch den Afterburner verursacht. Was für seinen Kühlschrank? Nerdcore.de für die Unterhaltung. All die das Unmögliche wahrgemacht haben, allen Käufern empfiehlt Grotesque Tactics halbgöttlich weiter. Aha. Was? Den bildungsresistenten Intelligenzallergikern. AK meine Saubande aus dem Saarland. Was? World of Players. Ach ja, World of Players. Ist doch heute nett. Das ist meine Interview, ja, das übliche. Meinen wunderschönen Maps. Ah ja. Aus Nudelland Mülheim. Okay. Es gibt noch ein Grotesque Tactics 2.
Das habe ich mir gekauft. Ich werde es irgendwann mal let's playen. Das steht jetzt nicht so auf der Prioritätsliste. Mein nächstes Spiel wird natürlich nach diesem wird auch ein Rollenspiel natürlich sein. Und zwar ein wohl unbekanntes, soweit ich es rausgefunden habe, gab es das nicht in deutscher Sprache, als es rausgekommen ist. Es kam im Jahr 2000 raus. Das ist nicht Baldur's Gate 2, das gibt es nicht in Deutsch. Ja, das werde ich dann wohl morgen hoffentlich schon die erste Folge hochladen können. Nach dieser Folge. Das war's eigentlich. Mit den Credits auch. Gut. Damit wäre Grotesque Tactics dann wohl zu Ende gebracht. Vielen Dank fürs Zusehen, Durchhalten durch die dämlichen Sprüche, technische Probleme und das übliche Gekäse und danke und tschüss. Moment mal, ich erinnere mich, da kam doch noch. Moment. Das hatten wir schon, ne? Ja. Kam da nichts mehr? Okay, anscheinend nicht. Naja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.